So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook. Oh, rutscht bloß noch ein bisschen in die Mitte. So, ich habe heute ein Thema und zwar geht es um Homosexualität. Ja, Homosexuelle kommen in die Hölle, provozierender Titel. Grund dafür ist, auf Facebook hat mich die Monika Strupp angeschrieben, die Bushcrafterin und auch YouTuberin. Und zwar hat sie mir erzählt, dass also ihr Tante und ihr Onkel sehr bibeltreu sind und der Meinung sind, dass Homosexualität eben nicht von Gott gewollt ist und dass Gott sowas verdammt und wer das dem nachgeht, der begeht eine schwere Sünde. Ja. Also zum ersten Mal Gott, den ich kennengelernt habe, aus dem Buch Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Ich muss es nochmal hier hinhalten, ja, hat mir einen anderen Gott zeigt, wie ihn die Bibel quasi präsentiert. Ja. Und ich denke einfach, dass dieser Gott der Wahrheit und der modernen Zeit, ja, viel näher kommt als der Gott der Bibel, der eben von Menschen verfälscht wurde und eben auch nicht mehr aktuell ist. Also, ja, und laut diesem Gott, den ich auch mit meiner Logik verstehen kann, ist es ja so, dass Gott nichts verdammt, nichts verurteilt, weil es ist alles seine Schöpfung und der Mensch hat einen freien Willen. Ja, und wenn jemand jetzt einen Mann zum Beispiel nur einen Mann lieben kann, dann ist es ja auch von Gott. Das ist ja auch, wieso Gott sowas verdammen erstmal. Ja, in der Bibel weiß ich, steht im Levitikus 18,20 drin, du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau, es ist ein Gräuel. Und im Levitikus 20,13, wenn jemand bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Gräuel ist und sollen beide des Todes sterben. Blutschuld lastet auf ihnen. Ja, also im Alten Testament steht da sogar die Todesstrafe auf Homosexualität. Ja, woher kommt es überhaupt? Was ist eigentlich der Hintergrund von der ganzen Sache? Warum steht es in der Bibel? Ja, es ist einfach so, dass das, was eigentlich von Gott kommt oder das, was Gott sagt, der Mensch immer wieder durch seinen eigenen Filtern gehen lässt. Das heißt, der Mensch immer gern das, was ihm nicht so passt, unter den Tisch kehrt und das, was ihm passt, annimmt, ja, und somit Gottes Wille nach seinem Muster verändert. Im Gespräch mit Gott steht es ganz gut drin. Da steht drin, dass Gott so zum Neil Donald Walsh sagt, also dein Wille ist mein Wille, ja. Und dann sagt Neil so, Moment, Gott, du bist doch Gott, also es ist doch umgekehrt, dein Wille ist doch mein Wille. Und dann sagt Gott, nee, weil wenn mein Wille immer dein Wille gewesen wäre, dann wärst du nie in diese, auf gut Deutsch gesagt, Scheiße gelandet, wo du also dein Leben lang warst, als er natürlich anders ausdrückt, in diese ganzen Schlamassel gelandet, wo du immer in dein Leben grabt bist, weil Neil Donald Walsh war ja sehr, ja, das er am Anfang ja sehr erfolgloses Leben gehabt, also kein Erfolg gehabt bei Frauen, Ehebruchgang, er war ja dann obdachlos und so und alles ist gescheitert und ja. Und da sagt einfach Gott, das ist halt der Grund, war immer, weil nicht mein Wille war, also dein Wille, sondern umgekehrt. Weil Gott, wenn jetzt der Mensch, sagen wir mal, irgendwas vorhat, was aber nicht dem eigentlichen ursprünglichen gottlichen Willen spricht, dann begleitet der Gott auch den Mensch auf diesem Weg und sorgt dafür, dass sich auch dieser Weg verwirklicht. Ja? Und somit wird quasi der Wille des Menschen zum Wille Gottes. Ja? Und so war das auch damals, als das Volk Israel aus Ägypten quasi geführt wurde von Moses. Ja? War es ja so, dass diese Israeliten immer wieder angegriffen worden sind. Also, weil dort, wo sie ja hinziehen wollten, in dem Land Kanaan, gab es in der Zwischenzeit ja schon andere Völker. Ja. Also, zuerst sind ja die Israeliten nach Ägypten, und zwar durch den Josef, glaub damals. Also sind aus dem Land Abraham nach Ägypten und dann wollten sie quasi wieder zurück in ihre alte Heimat und haben dann festgestellt, opla, das sind ja schon die Kanaaniter, ja. Die Hethiter, die Amoriter, die und alle möglichen Phönizier und die Hethiter und wie sie alle geheißen haben.
Und all diese Völker wollten das Volk Israel ja an der Kragen, also umbringen. Also da hat es ja dann Krieg gegeben und also das Volk Israel stand ja immer kurz vor der Vernichtung. Das war dann auch danach, nachdem sie das Land am Jordan da besiedelt haben. Also das Land Kanaan hat es ja damals geheißen, das heutige Israel. Sind sie immer wieder angegriffen worden. Ja, und da sind die Hittiter eingefallen und wie sie alle, die ganzen Völker, die Babylonier, ja, und haben das Land immer wieder ergriffen und wollten das Königreich Israel vernichten. So, jetzt war es eben so, dass eben viele dann gesagt haben, hey, Moment mal, um uns zu verteidigen zu können, brauchen wir ein starkes Volk, wir brauchen viele Kämpfer, also viele Krieger, die das Volk Israel verteidigen können. Und dadurch müssen wir uns eben vermehren. Also das heißt, wir brauchen Kinder, wir müssen unbedingt Kinder produzieren. Ja, gut, das aus dem menschlichen Bewusstsein natürlich heraus ist das erstmal logisch, klar. Und der nächste Schritt war ja dann auch, dass man dann gesagt hat, um dieses Ziel zu erreichen, dass wir viele Kinder produzieren, sind homosexuelle Menschen, stehen da eher im Weg. Ja, weil homosexuelle Menschen produzieren ja keine Kinder. Ja, können sie ja schlecht fortpflanzen. Und wenn jetzt eben viele homosexuell sind, so hat man halt gedacht, dann vermehren wir uns nicht so stark und dann wollen die anderen Völker, die uns ja vernichten wollen, ja, uns irgendwann auslöschen. Und ja gut, jetzt rein von der Logik, so von, also vom weltlichen Sicht her, hätte man sagen, okay, klar, stimmt, ja. Aber es hat ja noch die Gegenthese gegeben, dass man sagt, nö, wir müssen die homosexuellen Menschen nicht verfolgen, weil wir können uns ja auf Gott vertrauen. Ja. Also Gott hilft uns doch in jeder Situation, das haben wir doch gesehen, durch die Wunder und so weiter. Also warum müssen wir jetzt unbedingt jetzt gerade die Homosexuellen verfolgen? Das ist also ist doch gar nicht nötig. Aber diese Meinung hat sie eben nicht durchgesetzt. Also das Gesamtbewusstsein hat eben doch aus der weltlichen Sicht gedacht und somit ist das Bewusstsein von dem Volk Israel zum Wille Gottes geworden. Ja? Obwohl es nicht ursprünglich Gottes Wille war. Ja? So, und daher kommt es natürlich. Und das hat sie dann auch übertragen aufs Christentum, weil das Christentum hat sie ja dann quasi vom Judentum abgespaltet durch Jesus und die wollen sie dann auch von den ganzen Heiden und so weiter abgrenzen. Und Christentum ist nicht unbedingt also tolerante Religion, sondern ist eher auf Abgrenzung aus. Ja. Deswegen heißt es ja im Christentum zum Beispiel Kirche, es heißt nicht mehr Tempel. Ja. Wie es eigentlich ursprünglich heißt. Ursprünglich redet man von einem Tempel, also wenn es um einen heiligen Ort geht. Ja. Und heute heißt es Kirche, auch Pfarrer zum Beispiel. Früher hat es nur den Begriff Priester gegeben. Ja, nur Priester. Und heute heißt es Pfarrer. Ja. Das sind alles so Begrifflichkeiten und alles so Dinge. Und auch das ist gegen Homosexualität zu sein, ist einfach, um sich abzugrenzen, um sich gegen die heidnischen Götter, die bei denen das ja erlaubt war, ja, einfach zum sagen, ja, wir sind da ganz anders und da haben wir nichts am Hut. Ja, das einfach zum Hintergrund. Man muss also immer den Hintergrund sehen, was ist der historische Hintergrund, ja. Und vor allem, wie gesagt, ich sag halt mal, es ist eben gefährlich, die Bibel als 1:1 als Gott, Wort Gottes zu sehen. Also es sind so viele Tötungsbefehle und Gewaltbefehle. Das ist weder aktuell noch war das der Wille Gottes, sondern das haben die Menschen haben das gemacht, die Menschen haben den Wille Gottes verändert, ja? Weil der Mensch ist einfach unrein, der Mensch ist einfach unvollkommen. Ja? Es gibt andere Wege zu Gott zu finden, als nur sich an ein Buch zu hängen. Warum eigentlich immer nur ein Buch? Ja, es ist biblisch nur ein Buch von vielen Büchern. Ja? Ich kann doch von allen Büchern was rausziehen und was lernen. Also ich soll doch alle Bücher lesen und nicht nur die Bibel. Also liebe Monika, das würde ich deiner Tante und dem Onkel also empfehlen, einfach mal das Buch Gespräche mit Gott mal zum Lesen und vielleicht wird es dann ihr Weltbild mal verändern und das wäre sogar sehr, sehr positiv. Ja. Im Übrigen hat diese Politik der Israeliten, also dass sie die Homosexuellen verfolgt haben, am Ende nichts gebracht. Ja. Denn es hat nicht lang gedauert, dann hat sich das Königreich Israel in den Nordreich und in den Südreich gespalten und beide Reiche wurden dann schrittweise erobert. Also zuerst wurde, glaube ich, das Nordreich von den Babyloniern erobert und die Perser haben dann das Babylonische Reich erobert
und haben dort das Nordreich Israel und das Südreich Israel quasi einverleibt. Ja. Und somit war das Königreich Israel quasi zerstört, besetzt. Die Babylonier haben ja zuvor noch die Israeliten sogar noch verschleppt aus der Region. Und ja, und das hat sich dann auch lange Zeit nicht geändert, weil es ging dann so mit den die Perser haben, das war dann persische Provinz, bis dann Alexander der Große kam und es dann erobert hat. Und dann kamen die Ptolemäer, also das Nachfolgefolge von Alexander dem Großen, die haben dann Ägypten dann regiert. War ja zum Beispiel Königin Kleopatra, war eine Ptolemäer oder wie die geheißen haben. Also auf jeden Fall war das dann Provinz von Ägypten und dann sind ja dann die Römer gekommen und dann war es auch wieder besetzt. Also, ach ja gut, ich will jetzt nicht zu sehr in die Geschichte gehen, ich bin halt ein Geschichtsfanatiker, Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, ich bin halt schon ein Geschichtsfanatiker. Ja, auf jeden Fall, dass man halt versteht, warum es geht. Also, der Hintergrund muss man sehen. Gott verurteilt niemanden wegen der Homosexualität. Also, da gibt es schon andere, da gibt's schon andere Sachen. Auch Hölle gibt es in dem Sinn ja gar nicht. Es gibt ja nur niedere Astralwelten. Ja. Und um in diese zu wieder zu geboren werden, ist ja dann, da spielen schon andere Sachen mit. Es geht ja dann immer Bewusstsein, Entwicklung von Bewusstsein, Karma etc. Ja. Okay. Das andere, was ich noch vergessen habe zum Sagen, Transsexuelle, ja, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, so wie ist es mit Geschlechterumwandlung, ja, also natürlich ist erstmal das Geschlecht, was man hat, sollte man in Liebe annehmen erstmal, das stimmt schon, ja, weil es ist ja erstmal das, was von Gott kommt, sollte man erstmal so annehmen, ja. Das ist zwar in vielen Fällen richtig, ja, auch zum Beispiel, man sagt ja auch das Natürliche, die natürliche Schönheit ist ja auch mal am schönsten eigentlich und am besten, sage ich jetzt zum Beispiel, weil das ist ja doch eher Gott nahe. Ja, aber es gibt ja einen anderen Aspekt. Ja. Wenn man jetzt zuerst als Mann gelebt hat, ja, und man verändert sein Geschlecht, dann hat man ja Erfahrungen gesammelt als Mann, die einem das Bewusstsein erweitert haben. Und wenn man dann als Frau lebt, dann sammelt man Erfahrungen als Mann. Und das in einem Leben, das kann dem Bewusstsein sehr stark erweitern, ja, und von dem ist es ja immer vorteilhaft, also Sachen auszuprobieren, Veränderungen und so weiter, all das, ja, erweitert das Bewusstsein und das ist ja immer gut, das ist ja immer das, was ja auch die Seele will ja wachsen, ja, von dem her ist es das Aspekt, wo man sogar sagen kann, das ist gut, ja, ich meine, ich selber bin, ich stehe auf Frauen und Männer, also ich gebe es ehrlich zu, ich bin bisexuell, kann man sagen. Ich habe auch mal, wo ich kein Bart gehabt habe, ich habe mir auch schon geschminkt, ich habe schon mir die Haare entfernt und so und das hat mir dann schon auch gefallen, weil irgendwie, ja, dieses Spielen mit männlich und weiblich, jetzt sehe ich ja sehr männlich aus, mit dem Vollbart und so und dann auf Frau gemacht, auf Transe und dieses Spielen so mit männlich, weiblich gefällt mir. Also ich finde an beiden Schönheiten und Gutes, also ich mag das Testosteron vom Mann, also auch Vollbart und so, aber gleichzeitig auch das Weibliche, ja, die weibliche Schönheit und Eleganz und so weiter und damit zu spielen mit diesen Starken von männlich und weiblich und so, gefällt mir, also mir taugt es voll, wie gesagt, also ich kann es ja mal machen, wenn ihr wollt sehen, dann mache ich mal ein Video und wo der Bart weg ist, ich geschminkt, ja, Fingernägel lackiert, Haare weg und so. Habe ja auch noch Fotos, wenn mich nicht alles täuscht. Und da ist überhaupt nichts Schlechtes. Ja. Wir sind alle Schöpfer, wir dürfen alles ausprobieren, alles erweitert unser Bewusstsein. Deswegen sage ich immer, Leute, wagt euch Neues und so, traut euch. Ihr könnt nur wachsen daran, ihr könnt nur klüger werden. Ja. Okay, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war jetzt so mein Statement. Gern auch immer, ihr könnt auch gerne immer Videovorschläge machen, also bin ich immer offen, ja. Und wie gesagt, also ihr seht ja, ich mache jetzt wieder Videos, also ich habe jetzt ein paar Videos von Marco Hümer hochgeladen. Das soll aber nicht heißen, dass ich nur kanalfremde Videos bloß noch hochlade, also da braucht es gar keine Angst haben, sondern ich mache schon nur meine eigenen Videos, also das ist vollkommen klar. Okay, alles klar, wünsche euch einen schönen Tag noch und macht es gut, bis bald.